Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es, wie man sieht, um den ES500 von Okay und vor allem um das Problem, das bei mir mit dem Rückblech aufgekommen ist. Denn man hat ja in meinen Videos gesehen, in meinem Fahrvideo, das ich damit gemacht habe, dass das Rückblech tatsächlich ziemlich laut geklappert hat, sodass man es über die ganze Aufnahme hinhören konnte. Und jetzt habe ich herausgefunden, woran das liegt. Denn wie man hier sieht, ist das Rückblech von mir aus auf der rechten Seite tatsächlich ein bisschen nach links geschoben. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auf der Aufnahme gut erkennt, aber wenn ich da jetzt mal runtergehe, erkennt man auf jeden Fall, hier ist so ein ganz großer Spalt auf der Seite und auf der Seite ist absolut gar kein Spalt. Da liegt das Rückblech tatsächlich schon fast auf dem Trittbrett. Außerdem sieht man hier vorne noch, dass die Matte so ein bisschen nach vorne geschoben ist und daran erkennt man ziemlich gut, dass das Rückblech ein wenig verschoben ist. Und zwar in diese Richtung hier. Und das müssen wir jetzt beheben. Von hier erkennt man das am besten, denn hier sieht man, diese Seite ist so ganz offen und hier ist es mehr oder weniger verdeckt, da das Rückblech ein wenig verschoben ist. Und dafür gibt es tatsächlich einfach vier Schrauben unten unterm Rückblech. Bei manchen Modellen waren es auch nur drei oder zwei, aber bei dem hier sind es vier. Die müssen wir jetzt aufschrauben und das Rückblech leicht justieren. Und während man das Rückblech hält, schraubt man die Schrauben wieder zu, damit das Rückblech genau in der Position bleibt, in der man es haben will. Wie man hier ganz gut erkennt, habe ich den Roller jetzt mal auf die Seite gelegt. Falls sich jemand fragt, wieso hier unten eine Flasche ist, die ist tatsächlich deshalb da, da dieser Ständer hier sonst auf dem Boden aufliegen würde, mit der Spitze da. Und erstens drückt er in den Boden rein, was halt verursachen könnte, dass da ein Loch reinkommt, was aber am unwahrscheinlichsten ist. Was aber wahrscheinlicher ist, ist, dass der Ständer hier tatsächlich so ein bisschen leicht verbogen wird und dadurch kann man nicht ausschließen, dass man den Ständer aus Versehen kaputt macht und deshalb würde ich es lieber nicht so machen. Hier haben wir jetzt die drei Schrauben bei dem Modell, also sind es doch nicht vier, das sind drei, die man hier aufschrauben muss, um das Rückblech leicht justieren zu können. So, jetzt schrauben wir hier die Schrauben auf, beziehungsweise wir lösen die nur und versuchen dann, das Rückblech zu bewegen und zu gucken, ob das funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann lösen wir die Schrauben komplett. Dafür habe ich jetzt an meinen Akkuschrauber erstmal diese Verlängerung dran gemacht und ich benutze diesen Bit hier. Den H4 steht da drauf. Jetzt sollte man es erkennen. So, der passt dann genau auf diese Schrauben. So, jetzt sind bei dem Scooter alle Schrauben lose und jetzt kann ich dabei einfach mal das Rückblech ein bisschen bewegen und schauen, ob es sich überhaupt erstmal bewegt. So wie man sieht, bewegt es sich auch ein bisschen, obwohl ich die Schrauben nur ganz leicht gelöst habe. Und bei uns ist jetzt wichtig, dass man hier halt genau auf beiden Seiten diese Öffnung da trifft. Und wenn man das getan hat, hält man das Rückblech genauso mit einer Hand fest und schraubt die restlichen Schrauben zu und hält damit das Rückblech sozusagen in Position. Jetzt schraube ich die Schrauben nur noch zu, indem ich den Akkuschrauber auf rechts drehen einstelle. So, haben wir jetzt erstmal eine Schraube, haben wir die zweite Schraube und die dritte in der Mitte kommt jetzt. So, und jetzt habe ich alle Schrauben festgemacht. Jetzt haben wir genau das gemacht, was wir auch machen wollten, und zwar das Rückblech wieder in eine gerade Position bringen. So einfach geht das tatsächlich und dann hat man einfach das ganze Rückblech wieder in Ordnung gebracht. Falls jemand noch ein Video mit der Fahrt sehen will, wie sich das Ganze jetzt noch anhört, dafür werde ich dann extra einen Short hochladen, bei dem ich das nochmal kurz zeige. Dann kann man nochmal den Vorher-Nachher-Vergleich sehen. Aber das war's jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal.